So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu die Elder Scrolls für Oblivion. Wir sind bei der Priorei der neuen Freunde hier. Recht abgelegen. Und wir schauen uns mal kurz die Kapelle an, bevor wir ins Haupthaus gehen. Der Altar ist tatsächlich noch nutzbar. Auch hier spenden die Götter noch einen Segen. So. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. So, okay. Also das Oblivion-Tor. Dann schauen wir mal in das Hauptgebäude. Sir Roderick ist noch nicht da. Okay. Sehr heruntergekommen. Sir Amiels Ring passt genau in die rautenförmige Öffnung im Fußboden. Oh. Zur Prioreikeller. Uff, oh, boah. Was war das für ein gezielter Kick? Was war das für ein gezielter Kick? Real Madrid, ihr dürft euch melden. So. Okay, hier ist nichts sonst. Ja, überall die Aushänge der Ritter der Neun, klar. Kristallkugel. Ja. Abgeranztes Bett. Was hier? Kennen wir schon? Ja, die Bücher muss ich safen. Die Bücher muss ich safen. Die kann ich jetzt nicht hier liegen lassen. Die muss ich rausbringen. Knoblauch drin. Ja, verdammt. Wo ist der Knoblauch? Eins. Alter, wo habe ich den denn hinkatapultiert? So, steht hier auch gut. Danke. Okay, Freunde, dann. Ab in den Keller. Was erwartet uns in dem geheimen Keller der Priorei der Neuen? Eine Schmiede, ein Trainingsort, ein eiserner Dolch. Ja, die Schmiede war aber auch schon länger nicht mehr. Wurde schon länger nicht mehr genutzt. Kleidung. Moin. Viel Rüstung und Waffen. Sehr schön. Das mag der Odin. Und hier ist irgend noch die Krypta der Priorei. Okay. Da hinten ist der Brustharnisch. Hier ist das Glas. Wir standen schon oben drauf. Wow, okay. Ich habe nichts gemacht, ich schwör's. Bei der Stärke und Führung der Neuen. Wer tritt auf diesem heiligen Boden vor uns und sucht nach dem Brustharnisch des göttlichen Kreuzritters? Tretet vor, Abenteurer, und stellt euch uns in ehrenhaftem Kampf. Denn wir werden die Eide, die wir im Leben nicht gehalten haben, im Tode ehren. Keine unwürdige Seele soll Hand an dieses heilige Artefakt legen, ohne dass die Ritter der Neun es gestatten. Oh Gott, warte. Leute, ganz ruhig. Ganz ruhig, okay? Ich muss kurz... Mein Helm? Ich habe keinen Helm. Ich habe keinen Helm dabei, weil ich dachte, ich kann den Helm des Kreuzritters tragen. Scheiße. Okay. Die Geister der ehemaligen Ritter der Neuen sind erschienen und haben mir den Weg zum Brustharnisch des Kreuzritters versperrt. Sie wollen mich erst vorbeilassen, wenn ich jeden einzelnen von ihnen im Zweikampf besiegt habe. Das kriegen wir hin. Sir Gregory. Oh.
Ja, Feuer zieht immer gut. Sir Gregory ist weg. Wer ist... Who's next? Who's next? Sir Gregory, ihr seid besiegt. Sir Casimir tretet vor. Wer ist Sir Casimir? Hier. Ihr werdet mich dulden. Der Verzauber der Waffe wäre ganz praktisch. Who's next? Schnell reparieren. Ja, ihr solltet knien. Ihr habt Sir Casimir besiegt. Jetzt stellt euch Sir Alvas. Wer ist Sir Alvas? Hier. Er hat irgendwie eine gewisse Immunität gegen Feuer, also er ist nicht so anfällig. Ja. Möglicherweise, weil er im Leben der Rasse hatte, die. Vielleicht ist er Dunkelelf, Sir Alvas. Klingt auch danach. Könnte Dunkelelf sein. Daher weniger Anfälligkeit gegen Feuer. Vielleicht mit Eis. Ach Gott, Geister sind gegen Eisschaden immun. Stark. Wo ist er? Oh. Oh, ich sollte die Waffe gezogen lassen. Ihr seid gefallen. Tretet zurück und lasst die Herausforderung weitergehen. Sir Henrik, tretet vor und bewährt euch. Wer ist Sir Henrik? Okay, einer nach dem anderen. Das ist wahrscheinlich Nord. Zweihandwaffe. Klingt auch nach Nord, oder? Vom Synchro her. Jetzt auch wieder deutlich mehr Schaden mit unserem Feuerball. Jau. Einmal durch die Krypta geschleudert. Ich brauche erstmal einen Schluck. Ihr habt die Hälfte von uns überwunden und steht immer noch. Vielleicht kann euch Sir Caius ja auf die Probe stellen. Soll das versuchen. Wer von euch ist Sir Caius? Er kämpft wieder mit Schild. Ja, er ist im Schild gut. Aber trotzdem kann er nichts gegen uns ausrichten. Okay. Oh, Junge, hoch. Oh, jetzt nochmal. Komm, wir gehen wieder zurück in den Ring. Boah, der ist heftig. War bisher der anspruchsvollste, definitiv. Definitiv der anspruchsvollste Gegner von denen jetzt. Unter dem Glas des Umaril und der Spelinal Weißplanke kämpfen wir hier. Ihr beweist eine Wildheit des Glaubens, die ich seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen habe. Doch nun tretet ihr gegen Sir Junkan an. Das ist für ihn problematischer als für mich. Oh, er gibt uns auch. Alter, er hebelt uns einfach auch aus. Scheiße. Einmal durch die Krypta gefeuert. Nur noch ihr. Ihr habt verloren, Sir Junkan.
Sir Thorolf zeigt dem Herausforderer die Wildheit der Nord. Zeigt mir die Wildheit. Er ist klein für Nord. Nord sind normalerweise recht groß. Oh Gott. Was? Was? Er blockt am Boden. Ist es dein Ernst? Willst du auch noch? Oder haben wir es hinter uns gebracht? Ihr habt euch den Rettern der Neuen gestellt und überlebt. Doch nun steht euch die letzte Prüfung vor. Macht euch bereit, Ritter, und bietet mir die Stirn. Ich bin bereit für euch. Sir Arm. Ah, dem seinen Ring haben wir gehabt. Oder haben wir noch? Entschuldigt, Samuel, aber ihr wolltet es so. Ritter, in 300 Jahren hat sich uns niemand gestellt und überlebt. Tretet vor und nehmt, was rechtens euer ist. Möge euer Glaube stark sein. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ich habe den Helm des Kreuzritters, Sir Amiel. Ihr habt die Suche abgeschlossen, die ich nicht schaffte. Ich bin froh, dass mein Tod wenigstens dazu diente, euch hierher zu führen, wie ich gehofft hatte. Die Ritter der Neuen. Der ursprüngliche Orden wurde in der Absicht gegründet, die Reliquien des Kreuzritters sicher zu verwahren. Ja. Im Leben sind wir an dieser Aufgabe gescheitert. Im Tod versuchen wir, das Wenige zu erhalten, das wir erreicht haben, während wir darauf warten, dass jemand kommt und beendet, was wir begonnen haben. Wegen Sir Berich. Einer der mächtigsten Ritter meiner Zeit. Das Ansehen des Ordens erhielt einen starken Auftrieb, als er beitrat. Leider stimmten wir in gewissen Angelegenheiten nicht überein. Er verließ den Orden im Krieg des Roten Diamanten und kehrte nie zurück. Ja. Auch ihr. Ich habe die gespenstischen Wächter des Brustharnisch des Kreuzritters alle besiegt. Jetzt kann ich ihn für mich beanspruchen. Ich will aber erst mit den Geistern reden. Seid gegrüßt, Ritter. Erzählt mir von den Rittern der Neuen. Im Tod setzen wir die Arbeit fort, die uns im Leben entgangen ist. Die Reliquien müssen immer noch bewacht werden, denn eines Tages werden sie wieder gebraucht. Und ich glaube, jetzt ist der Tag. Ach, mein alter Kamerad weilt nicht hier unter uns. Wir wissen nicht, warum sich sein Geist uns nicht hier angeschlossen hat, um die letzte Reliquie zu bewachen. Wir waren im Leben entzweit, doch ich hatte gehofft, wir könnten uns im Tod versöhnen. Ja. Ich für meinen Teil weiß nun, dass ich weitgehend schuldig bin am Verfall des alten Ordens. Sir Amiel nimmt zu viel auf sich. Mehr will ich nicht sagen. Ja. Geht mit Tugend. Wir schworen einen Eid, den Brustharnisch im Tod zu beschützen. Rotwardone. Nur jener, dem es bestimmt ist, ihn zu besitzen, konnte uns besiegen. Die Kriege der Menschen richteten den Dienst für die Neuen allmählich zugrunde. Ja. Macht nicht die gleichen Fehler wie wir. Der Krieg hat längst begonnen, Sir Junken. Der Brustharnisch des Kreuzritters repräsentiert unsere größte Errungenschaft als Diener der Neuen. Wir beschützen ihn, selbst im Tod. Nord oder Ork, aber ich glaube, Sir Thorolf. Selbstzufriedenheit erwies sich als unser größter Feind. Der Dienst an den Neuen erfordert ewige Wachsamkeit. Die Neuen mögen euch den Weg weisen. Bei ihm habe ich es jetzt nicht ganz rausgehört, aber ich hoffe doch, dass... Es sind noch 9 Rassen, oder? Der Brustharnisch des Kreuzritters repräsentiert unsere größte Errungenschaft als Diener der Neuen. Wir beschützen ihn. Das könnte jede Art sein. In Glaubensfragen darf man sich nicht von weltlichen Dingen fesseln lassen. Lernt von unserem Beispiel. Legt eure Schätze ab und dient den Neuen. Ich werde mein Bestes geben. Seid gegrüßt, Ritter. Es klingt nach Ork.
Obwohl wir nach dem Fall des Ordens unsere eigenen Wege gingen, dienten wir alle im Herzen den Neun. Alle bis auf einen. Saberig, ja. Der wird noch eine Rolle spielen, da bin ich mir sicher. Seid gegrüßt, Ritter. Offensichtlich Rotwardon. Offensichtlich Dunkelelf. Unsere Gier nach den Reliquien überschattete unseren Glauben an die Neun. Ich kann nur hoffen, dass ihr stärker seid, als wir es waren. Geht mit den Neun. Euer Schwert und euer Glaube sind stark. Ihr dürft den Brustharnisch mit meiner Erlaubnis an euch nehmen. Klingt auch wieder nach Rotwardone. Wir hatten nur die besten Absichten, wirklich. Wir wollten nur den Neuen und dem Kaiserreich dienen. Kaum zu glauben, dass alles so schief gegangen ist. Manchmal läuft nicht alles nach Plan, Sir Casimir. Geht mit Tugend. Also gut. Ich habe den Brustharnisch des Kreuzritters gefunden. Ich sollte mit den Geistern der ehemaligen Ritter der Neuen sprechen, um zu sehen, ob sie mir bei meiner Suche nach den restlichen Reliquien des Kreuzritters helfen können. Darf ich ihn jetzt tragen? Nee, darf ich nicht. Festigen, das ist schon mächtig. Also wie viele Festigen-Effekte die alle haben, gell? Ich repariere ihn gleich mal. Ich schaue mich hier mal kurz um, bevor ich mit denen jetzt rede. Es gibt hier ja doch ein paar Truhen. Grab von Sir Amiel. Grab von Sir Gregory. Grab von Sir Junken. Janken? Junken? Grab von Sir Ralvas. Sir Caius. Minimale Grabbeilagen, Sir Henrik. Aber das war zu erwarten bei so einem Orden. Die ja doch sehr an die Kreuzritter erinnern, oder? Sir Casimir? Sir Torolf? Ja. Ja, der Einzige, der fehlt, ist Sir Berich. Ich rede mal mit Sir Amiel. Bei den Neuen, solche Stärke habe ich noch nie gesehen. Könntet ihr... Nein. Das könnt ihr nicht sein. Ihr seid einfach nur ein edler Ritter. Okay. Ja, dann scheint keine Info. Die Neuen mögen euch den Weg weisen. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Möge euer Schwert... Ich will, dass ihr Erfolg habt, wo ich versagte. Ich war auf dem Weg zu den Stiefeln des Kreuzritters, doch ich starb, bevor ich sie erreichen konnte. Möchtet ihr das Wenige erfahren, das ich weiß? Unbedingt, Sir Junken. Erzählt mir mehr. Ich kann euch nicht genau sagen, wie ihr die Stiefel findet, denn das liegt in Kynarets Hand. Ich kann euch allerdings raten, ihre Priester aufzusuchen. Westlich der Kaiserstadt, am Rand des großen Forsts, steht ein Schrein. Dort findet ihr sie und sie werden euch sagen, was ihr wissen müsst. Wisst ihr irgendwas über die Stiefel des Kreuzritters? Die Stiefel werden von Kynaret selbst beschützt. Ihr müsst geprüft werden und euch als würdig erweisen, sie zu gewinnen. Oje. Wenn Götter einen prüfen. Geht mit Tugend. Wütende Elemente. Ich wurde angewiesen, Kynarets Schrein im großen Forst von Cyrodiil zu finden und mit den Priestern dort über die Stiefel des Kreuzritters zu sprechen. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Okay, hat keine Info. Die Neuen mögen euch den Weg weisen. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Was wisst ihr über die Stiefel des Kreuzritters? Die Stiefel werden schon seit unendlich langer Zeit von Kynaret selbst beschützt. Sir Junkan machte sich auf die Suche nach ihnen und kehrte nie zurück. Geht mit den Neuen, Ritter. Wenn ihr die Lehren des Julianos treu befolgt, ist es möglich, dass ihr den Schild des Kreuzritters findet. Was meint ihr damit? Als der Orden zerfiel, brach ich alleine auf. Nach Jahren des Suchens fand ich den Schild und brachte ihn zur sicheren Verwahrung in die Festung Bulwark. Mit Hilfe einiger vertrauter Freunde machte ich mich daran, den Schild bis in alle Ewigkeit sicher zu verwahren. Doch ich brachte mein Werk nie zu Ende. Ich starb bei dem Versuch, die Festung gegen jene zu verteidigen, die den Schild stehlen und zu unrechten Zwecken gebrauchen wollten. So sah ich unser Werk nie vollendet. Ich hoffe, dass die anderen ohne mich weitergemacht haben. Wo befindet sich Festung Bulwark? Es liegt südöstlich von Cyrodiil, nahe der Grenze von Schwarzmarsch. Wenn alles nach Plan gegangen ist, wird es jetzt sehr gut bewacht. Glaubt an euch selbst und macht klugen Gebrauch von eurem Wissen.
Ihr werdet unversehrt passieren und der Schild wird euch gehören. Wenn ihr das sagt... Sucht südöstlich von Cyrodiil danach. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was drinnen ist, aber macht euch auf alles gefasst. Das ist meine Grundeinstellung. Geschichte und Wissen sind seine Domäne. Er ist der Gott der Weisheit und der Logik. Oh, wir sind sehr belesen. Er lehrt uns, erkennt die Wahrheit, beachtet das Gesetz, sucht im Zweifelsfall Rat bei den Weisen. Der Schild wird in der Festung Bulwark verwahrt. Ja, ja. Er wird bewacht. Und bei der Suche danach müsst ihr vorsichtig sein. Ich danke euch. Mit Tugend. Die Weisheit der Alten. Ich muss die Festung Bulwark finden und den Schild des Kreuzritters darin suchen. Ich zolle euch Tribut, Ritter. In 300 Jahren hat niemand die Prüfung bestanden. 400 Jahre lang hatten wir alle Hoffnung verloren. Doch zum ersten Mal scheint es, dass jemand dort Erfolg haben könnte, wo wir versagt haben. In euch sehe ich die Chance, unsere Seelen zu retten und den Orden wieder aufleben zu lassen. Ich danke euch. Und nun muss ich euch bitten, da weiterzumachen, wo ich es nicht konnte. Ja. Ich muss euch bitten, euch der Herausforderung Zenitars zu stellen. Was muss ich tun? Wie habt ihr versagt? Unter der Kapelle Zenitars in Leyavin liegt ein Schrein für den großen Handwerksmeister, den heiligen Kaladas. Wer den Streitkolben sucht, muss an diesem Schrein beten. Wenn ihr euch verneigt, erhaltet ihr eine Vision. Oder auch nicht. Das ist nicht ganz klar. Die Priester sahen nicht, dass mein Körper sich bewegte, doch es fühlte sich so wirklich an. Ja. Ihr werdet den Streitkolben sehen, von euch getrennt durch einen tiefen Abgrund. Der Abgrund stellt euren Zweifel dar. Euer Glaube muss euch hinüberführen. Mein Glaube wird mich leiten? Das ist alles, was ich weiß. Wie ich schon sagte, mein Glaube war zu schwach. Ich habe die Prüfung nicht verstanden und fiel jedes Mal von der Plattform, wenn ich versuchte, hinüberzukommen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Nun müsst ihr nur noch beweisen, dass ihr würdiger seid als ich. Wenn ihr nach dem Streitkolben sucht, reist zur Kapelle in Leyavin. Kniet am Schrein in der Krypta nieder und lasst euren Glauben an die Neuen zur Rettung für uns alle werden. Der erzählt mir nochmal vom Schrein von Zenitar. Die Legenden besagen, dass als Pelinal Weißplanke von den Eileiden erschlagen wurde, ein Bote den Streitkolben als Nachricht zur Menschensiedlung Leyavin brachte. Jahrhunderte später erbaute der heilige Kaladas, der Handwerksmeister, die Kapelle des Zenitar in Leyavin, um der Legende zu huldigen. Mhm. Als man den heiligen Kaladas zur Ruhe legte, begannen jene, die an seinem Grab zu Zenitar beteten, Visionen des Streitkolbens des Kreuzritters zu sehen. Okay. Von den ursprünglichen Göttlichen gilt Zenitar als derjenige, der die engste Verbindung mit dem Reich der Sterblichen hat. Laut manchen Legenden ist Zenitar eng mit Kynaret verbunden. Eine Vorstellung, die durch die Interaktion der Reiche der beiden Götter gestützt wird. Handwerker, die Zenitar treu ergeben sind, können aus den Materialien, die Kynarets natürliche Welt ihnen liefert, ihre Werke schaffen und davon profitieren. Die beiden arbeiten in Harmonie. Okay. Die natürliche Welt sorgt für den Handwerker. Man kann Zenitar nicht verehren, ohne die Macht Kynarets anzuerkennen. Ja. Ich danke euch, dass ihr euer Wissen mit mir geteilt habt. Sir Ralvas hat mir erzählt, wo Zenitars Streitkolben zu finden ist. Um den Streitkolben wiederzuerlangen, muss ich zur Kapelle von Zenitar in Leyavin reisen. In der Krypta der Kapelle muss ich am Schrein knien. Laut Sir Ralvas werde ich dann auf die Probe gestellt und mein Glaube wird mich führen. Ich weiß, wo ihr die Handschuhe des Kreuzritters finden könnt. Die haben noch gefehlt. Weil ich derjenige war, der sie verlor. Obwohl viele wissen, wo sie sind, bleiben sie dennoch verloren. Es gibt da wohl etwas, das ihr tun müsst, um sie wiederzubekommen. Wollt ihr meine Geschichte hören und vom Schicksal der Handschuhe erfahren? Ja, selbstverständlich, Sir Kasimir. Bitte sagt mir alles. Als der Orden zerfiel, folgte ich Sir Berich in den Krieg und nahm die Handschuhe mit. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Cyrodiil zurück. Ich versuchte, mich wieder in den Dienst der Neuen zu stellen, aber der Krieg hatte mich verändert. Ich hatte kein Mitgefühl mehr für die Schwachen und Notleidenden. In der kurzen Zeit, in der ich dort war, habe ich der Kapelle eher geschadet als geholfen. Dort wurde ich auch verflucht. Verflucht? Was meint ihr damit? Ein Bettler, der jeden Tag zur Kapelle kam, strapazierte meine Geduld einmal zu oft. Ich verlor die Fassung und schlug ihn. Mein Schlag fiel härter aus, als ich beabsichtigt hatte, und er fiel tot zu Boden. In der Kapelle der Göttin der Gnade getötet.
Natürlich verließ ich sofort die Kapelle, aber der Schaden war schon angerichtet. Ich fühlte mich schwach, ständig müde und völlig kraftlos. Wie steht's mit den Handschuhen? Ach ja. Als Beweis meiner Tat glitten mir die Handschuhe von den Händen und fielen zu Boden, als ich den armen Mann schlug. Sie wurden schwer wie Stein und ließen sich nicht mehr bewegen. Niemand konnte sie aufheben. Ich vermute, dass sie noch immer dort in der Kapelle von Korol liegen. Mhm. Ihr müsst euch vor Stendar als würdig erweisen, die Handschuhe aufzuheben. Sucht die Priester in Korol auf. Vielleicht können sie euch helfen. Was hat es mit diesem Fluch auf sich? Ich wurde damit belegt, weil ich mich den Lehren Stendars in seiner Kapelle widersetzt habe. Dieser Fluch ist das Verderben meiner ganzen Familie. Ob es mit dem Schicksal der Handschuhe zusammenhängt, weiß ich nicht. Sir Ralvas suchte nach Sir Berichs Verrat nach dem Streitkolben. Ja. Er glaubte, mit dem Streitkolben könne er den Rest von uns zusammenbringen. Ah, okay. Er blieb monatelang in der Kapelle von Leavin und versuchte sich wieder und wieder an der Prüfung. Er aß kaum, schlief kaum. Schließlich scheiterte er. Er verließ die Kapelle als gebrochener und geschlagener Mann. Sir Amiel fand seine Leiche und legte ihn hier bei der Priorei zur Ruhe. So endete er. Sie liegen gewiss noch immer in der Kapelle von Stendar in Korol. Kein Sterblicher könnte sie aufheben. Als Sir Yunkan auf der Suche nach den Stiefeln starb, betrauerte ich ihn. Nun frage ich mich, ob es nicht vielleicht eine Gnade war, dass er uns damals verließ. Mhm. Interessant. Die Neuen mögen euch den Weg weisen. Seid gegrüßt, Ritter. Könnt ihr mir von dem Schrein von Zinitar sehen? Nachdem Berich uns verraten hatte, reiste Sir Ralvas zur Kapelle von Leavin, um sich an Zenithars Glaubensprüfung zu versuchen. Ja. Er versuchte immer wieder, den Streitkolben zu erlangen und scheiterte jedes Mal. Er war wie besessen davon und verweigerte tagelang Nahrung und Getränke. Als mich schließlich die Kunde seiner Suche erreichte, machte ich mich auf, um ihn zu finden. Doch ich kam zu spät. Sir Yunkan half mir, seine Leiche hierher zurückzubringen. Ich habe meinen Freund im Stich gelassen und ich habe Zenithar im Stich gelassen. Vielleicht kann euch gelingen, was Sir Ralvas nicht vermochte und ihr könnt uns beide erlösen. Er nimmt ganz schön viel auf sich. Wir verloren Sir Yunkan auf seiner Suche nach den Stiefeln. Zumindest blieb ihm die Tragödie der letzten Tage des Ordens erspart. Ich weiß, es wird viel geredet, aber ich will irgendwie weiterhin mehr erfahren. Mal sehen, ob die noch mehr zu erzählen haben. Ihnen, Kommandant? Was wisst ihr über die Handschuhe? Die Handschuhe wurden von Sir Casimir wiedergefunden. Einer der wenigen Siege während unserer Zeit. Aber dann führten selbst unsere Siege zu unserer Niederlage. Ja. Ich finde die Lore von den Ritter der Neun enorm spannend. Deswegen will ich noch mal schauen, ob irgendwer noch was zu erzählen hat. Habt ihr den Streitkolben Zenithars zurückgewonnen? Nein, aber erzählt mir von den Handschuhen. Als sich der Orden auflöste, ging Casimir mit den Handschuhen fort. Ich habe gehört, dass er sie verloren hat, aber damals hatte ich eigene Probleme zu bewältigen. Ja, sagen wir verloren. Sagen wir, bleiben wir bei Schwert, Immert. Findet die Priesterin. Was wisst du über den Schild? Sir Henrik verbrachte seine Tage mit der Suche nach dem Schild. Er war fest entschlossen. Das waren wir damals alle. Ja. Geht. Ich habe mit den Geistern der Ritter der Neun gesprochen und erfahren, wo mehrere Teile der Rüstung des Kreuzritters verborgen sind. Ich sollte hier zurückkehren, wenn ich sie alle gesammelt habe. Wie kann ich euch dienen, Kommandant? Erzählt mir von den Handschuhen. Sir Casimir nahm die Handschuhe mit, als er in den Krieg zog. Wer hätte versucht, ihn aufzuhalten, angesichts dessen, was Berich geschehen war? Das mit Berich wird noch so ein bisschen geheim gehalten. Wie kann ich euch dienen? Er hat uns alles erzählt. Ich stehe euch zu Diensten. Erzählt mir von dem Sir Schild. Sir Henrik wurde nicht in den Krieg hineingezogen, wie so viele andere von uns. Seine Gedanken kreisten stets um den Schild. Ja. Achso, das war's. Geht mit den neuen Ritter. Okay. Sehr, 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 sehr spannend, Freunde. Das war die Quest hier. Ich würde sagen, wir widmen uns als nächstes wieder einem Oblivion-Tor. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir hier so viele Gegenstände finden. Sonst hätten wir jetzt direkt weitermachen können, aber Ja, wir sind zu schwer beladen. Wir haben mehrere Quests bekommen. Und dennoch, den Teil haben wir jetzt erstmal für mich erfüllt. Deswegen machen wir mit dem nächsten Oblivion-Tor weiter.
Ich habe mir auch die Karte zurechtgelegt, das heißt, da können wir nachher schauen. Ich gehe kurz nach Brumar, lade unsere Sachen ab und dann legen wir weiter los. Es ist eine geile Questreihe. Definitiv. Aber auch Shivering Isles wird nice. Die Grundrisse oder die grundlegenden Ereignisse habe ich noch im Kopf, aber ich merke auch hier schon wieder dieser Kampf. Es ist halt sehr lang her, ne? Aber es ist großartig. Allein schon die Zusammenhänge zwischen denen. Und ich bin so gespannt herauszufinden, was mit Sir Berich passiert ist. Ich habe allerdings schon im Kopf tatsächlich, jetzt habe ich im Kopf so ein bisschen eine Art Roadmap, wie ich weiter mit Quests vorgehen möchte. Verrate ich euch aber noch nicht, Freunde. Ich würde mich auch für heute verabschieden. Wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder zu die Elder Scrolls 4 Oblivion. Haut mir rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.